Wie sehen Sie das, Herr Böhmenessler? Wie gerichtsfest ist dieses neue Gesetz? Wo gibt es Probleme eventuell? Also der Entwurf, der seit gestern vorliegt, also seit gestern Nacht vorliegt, der ist mindestens unter zwei Gesichtspunkten ganz stark verfassungsrechtlich problematisch. Also ich sehe da ganz starke Ansatzpunkte für Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, dass sich da kritisch mit beschäftigen wird. Also es gibt zwei große Punkte. Der erste große Punkt ist, dass man einen Automatismus etabliert. Man sagt, wenn die Inzidenzwerte über 100 sind, geht es automatisch um bestimmte Maßnahmen. Und diese Maßnahmen sind ja weitgehende Grundrechtseingriffe in Millionen oder in die Grundrechte von Millionen von Bürgern. Und das geht automatisch aufgrund einer Zahl. Und die Wissenschaft sagt uns zunehmend, dass diese Zahl, Inzidenzwert, immer weniger aussagekräftig ist. Letztlich, wenn man genau hinguckt, ist das nur ein Kriterium von ganz vielen. Man bräuchte praktisch, damit man es verfassungsfest machen würde, bräuchte man ein ganzes Bündel an Kriterien, und dann müsste man im Einzelfall entscheiden. Dieser mechanische Automatismus ab Inzidenzwert von 100 ist mit Sicherheit verfassungsrechtlich unheimlich problematisch. Aber genau so wird doch momentan auch schon gehandelt, wenn ich kurz mal eingrätschen kann, Herr Böhmenessler. Momentan geht es doch auch wenn es jetzt nicht bundeseinheitlich ist, sondern in den Ländern auch, um Inzidenzen. Wenn die gerissen werden, werden Schulen geschlossen, werden Geschäfte geschlossen und Ähnliches. Ist das dann auch schon auf Länderebene problematisch? Frau Pochhammer, Sie haben recht, das ist auf Länderebene auch schon problematisch. In dem Augenblick, in dem es um einen Automatismus geht, der auf dieser Zahl beruht, wird es verfassungsrechtlich problematisch. Wenn ich das in den Ländern richtig beobachte, geht man da aber etwas flexibler damit um. Man schaut auch eher, wenn der Inzidenzwert 100 erreicht ist, wie kommt es zu diesem Inzidenzwert? Kommt es dadurch, dass wir einen dünn besiedelten Landkreis haben und in einer Schule gibt es einen Ausbruch? Dann ist es was anderes, als wenn überall sozusagen die Leute angesteckt sind und sich gegenseitig anstecken. Also meine Beobachtung ist, dass in den Ländern dieser Automatismus, der eigentlich im Gesetz etabliert ist, nicht so strikt angewandt wird. Und das macht es dann gerade erst verfassungsmäßig in Ordnung. Alles klar, jetzt hatte ich Sie eben unterbrochen. Führen Sie doch noch mal den zweiten Punkt aus, den Sie für verfassungsrechtlich bedenklich halten. Ja, und das zweite Problem, das ich sehe, sind natürlich die Ausgangssperren. Wir müssen uns klar machen, Ausgangssperren heißt ganz tiefe Eingriffe in die Grundrechte von Bürgern, in ganz wichtige Grundrechte, in die Lebensqualität. Und es geht nicht nur um den individuellen Alltag der Bürger, sondern es geht auch um die Demokratie. Demokratie lebt auch davon, dass sich Bürger jederzeit draußen treffen können, sich begegnen können und politische Meinungen bilden können. Also wenn wir das uns genau angucken, Revolutionen gehen meistens von Demonstrationen aus. Also Demokratie lebt vom öffentlichen Raum auch. Und wenn wir diesen öffentlichen Raum einschränken, greifen wir auch in die Demokratie ein. Und auf der anderen Seite ist es so, dass uns die Aerosolforscher ganz klar sagen, draußen gibt es eigentlich keine Ansteckungen. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man die Bewegung der Bürger draußen beschränken müsste. Das heißt, verfassungsrechtlich gesprochen, es sind harte Eingriffe, Ausgangssperren sind harte Eingriffe in Grundrechte und auf der anderen Seite sind sie gar nicht geeignet, das Ziel zu erreichen. Sie nützen sozusagen nicht wirklich etwas, um die Pandemie einzudämmen. Und das geht verfassungsrechtlich gar nicht. Der Staat darf nicht Grundrechte einschränken durch eine Maßnahme, die überhaupt nichts nützt. Das heißt, wenn die Maßnahme nichts nützt oder beziehungsweise auch nicht verhältnismäßig ist, das ist ja auch noch so ein Punkt, dass man immer achten muss, okay, wenn Maßnahmen eventuell doch geeignet sind, dann die Pandemie einzugrenzen, dann kann man diese Einschränkungen dann doch vornehmen. Aber was bedeutet das genau, Verhältnismäßigkeit? Wie ist das rechtlich dargelegt? Wann ist die gegeben? Also Verhältnismäßigkeit heißt zum Beispiel, die Maßnahme muss geeignet sein. Es gibt verschiedene Kriterien, die die Verhältnismäßigkeit ausmachen. Das entscheidende Kriterium ist, dass man sagt, die Maßnahme muss überhaupt erforderlich sein. Gibt es nicht vielleicht ein anderes Mittel, das genauso wirksam ist, die Pandemie zu bekämpfen, das aber nicht so tief in Grundrechte eingreift? Das wäre sozusagen der Punkt. Danach müsste man suchen. Erst wenn überhaupt nichts anderes mehr hilft, dann dürfte man Ausgangssperren verhängen.
Und das ist eben der Punkt, wenn uns die Aerosolforscher sagen, man steckt sich draußen nicht an, dann gibt es keinen Grund, diese Ausgangssperren zu verhängen, dann können die gar nicht erforderlich sein und damit sind sie unverhältnismäßig und damit ist diese Regelung jedenfalls, diese geplante Regelung des Infektionsschutzgesetzes eindeutig verfassungswidrig. Trotz aller Bedenken, die Regierung bringt diese Notbremse jetzt gerade auf den Weg. Erwarten Sie, dass da eventuell eine Klagewelle zurückspringen könnte? Also zunächst hoffe ich, dass das Gesetz im Parlament ordentlich beraten wird, dass die ganzen Probleme auf den Tisch kommen und dass man politisch darüber debattiert. Das ist das, was wir in den letzten Monaten immer vermisst haben, Debatten im Parlament. Ich hoffe, dass es dazu kommt. Und dann erwarte ich jedenfalls gegen die Ausgangssperre, erwarte ich tatsächlich eine Klagewelle. Das ist das, was man eigentlich im Rechtsstaat dann erwartet. Dann müssen Gerichte überprüfen, ob sich die Regierungsinstitutionen und das Parlament an die Verfassung gehalten haben. Und das geht bei uns dann über die Verfassungsgerichte. Sagt Volker Böhme-Nessler. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.